Herzlich willkommen zu meinem doch recht spät angesetzten Vortrag über neue Features der Open Source Virtualisierungslösung OWIRT. Mein Name ist René Koch. Ich arbeite als Senior Solution Architect für die LIS Linux Land. Ich bin dort zuständig für Open Source Virtualisierung, für Enterprise Linux, Clustering und Monitoring. Für das OWIRT-Projekt mache ich einiges, was die Integration von OWIRT mit Nagios angeht, und dazu später mehr. Der ganze Vortrag hat relativ viele Slides, relativ viele neue Features. Ich werde jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, werde ein paar auslassen. Wenn da irgendwas ist, was euch besonders interessiert, auf das ich jetzt nicht im Detail eingegangen bin, kommt es einfach entweder heute noch oder morgen oder übermorgen runter ins Erdgeschoss zum OWIRT-Stand. Ich kann es euch zum Teil auch live zeigen, was damit gemeint ist. Für den Anfang, wer kennt denn schon OWIRT? Wem sagt es überhaupt irgendwas? Okay. Hat es schon einmal wer installiert auch? Oder? Okay, also doch recht, recht wenige Informationen noch über OWIRT, wenn ich es kurz zusammenfassen darf. Daher auch zur Agenda. Teil 1 ist auf jeden Fall mal, was ist OWIRT, wo ich einmal grob sagen möchte, was ist das Projekt überhaupt, worum geht es da, und Teil 2, was eigentlich das Hauptthema ist, dann ist, welche OWIRT, oder was hat sich bei OWIRT im letzten Jahr so getan, und Teil 3 sind die Erweiterungen, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, was ich für OWIRT mache. Was ist OWIRT? OWIRT ist ein Enterprise-taugliche Virtualisierungslösung, Open Source natürlich. Sie stellt ein zentralisiertes Management sowohl für die Server-Virtualisierung als auch für die Desktop-Virtualisierung dar. Das heißt, ich kann damit Server und Desktops virtualisieren. Die ganze Technologie wird nicht neu erfunden, sondern das Ganze basiert auf KVM. KVM ist Kernel-Based Virtual Machine, also der de facto Standard Virtualisierungstechnologie unter Linux, die schon im Linux-Kernel drinnen ist. OWIRT ist führend, was Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit angeht. Und ja, das Hauptziel von dem Ganzen ist, es soll eine Open-Source-Alternative zu VMware, vSphere und vCenter sein. Das heißt, jetzt nicht nicht einzelne Hosts, sondern wirklich Datacenter-Lösungen. Wer steht hinter dem OWIRT-Projekt? Das ist einmal hauptsächlich diese Firma mit dem roten Hut, die den meisten was sagen wird, ist die Firma Red Hat. Das OWIRT-Projekt bedient sich aus unterschiedlichsten Projekten. Das bedient sich einerseits einmal an CentOS, das bedient sich an Fedora, und es bedient sich natürlich an KVM und an allen Treibern und Virtualisierungsoptimierungen, die von diversesten Firmen zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel IBM, Cisco, NetApp, die alle natürlich wollen, dass Linux oder Linux-Virtualisierungslösungen auf ihrer Hardware laufen, damit die gekauft wird. Ja. Wie gesagt, Red Hat steht hinter OWIRT. Red Hat hat ein eigenes kommerzielles Produkt oder eigentlich eher Open Source Produkt, für das man halt Subscriptions zahlen muss. Das nennt sich Red Hat Enterprise Virtualization, und OWIRT ist das Upstream Projekt. Das heißt, OWIRT verhält sich zu Red Hat Enterprise Virtualization so, wie sich Fedora zu Red Hat Enterprise Linux verhält. OWIRT besteht aus unterschiedlichsten Komponenten. Das sind einmal die zwei wichtigsten, das ist OWIRT Node und OWIRT Host. OWIRT Node ist ein ganz normales Hypervisor-Image für alle, die mit VMware ein bisschen vertraut sind. Bei VMware gibt es ein Image, das nennt sich ESX oder ESXi, und genau das ist OWIRT Node. Das ist ein abgespecktes CentOS, was gerade so viele Features hat, dass man damit virtualisieren kann, und alle andere Software ist da weg. Wenn mir das nicht reicht, wenn ich das lieber customizen will, mehr Features dazu installieren will, kann ich einfach ein CentOS oder Fedora als Hypervisor ganz normal installieren, und dann läuft OWIRT da drauf. Wobei ich aus Stabilitätsgründen CentOS auf jeden Fall empfehlen würde.
Ja, das zentrale Stück ist nachher die Ovid Engine, das ist der Management-Server, über den mache ich eigentlich meine komplette Administration der Virtualisierungsumgebung. Ich habe dann ein User-Portal und ein Self-Provisioning-Portal, was das ist jetzt nicht für Admins gedacht, das ist jetzt gedacht, ein User-Portal für die Desktop-Virtualisierung, dass sich ein User eine VM starten kann. Also da sehe ich einfach nur ein Icon von einer VM und kann Start, Stop drücken und mit einem Doppelklick mich auf die Konsole verbinden. Das ist also für die Desktop-Virtualisierung und Self-Provisioning-Portal ist so ein, ich sage einmal, Mini-Cloud-Portal, wo ich Entwicklern Ressourcen zur Verfügung stellen kann, dass die dort dann virtuelle Maschinen selbst erstellen können. Das heißt, ich sage, er hat 10 CPU-Cores zur Verfügung und 20 GB RAM und kann dann entsprechende VMs aus Templates erstellen oder frisch aufsetzen, wie auch immer er will. Es gibt ein Jasper-Reporting dazu und für die Nicht-Freunde von grafischen Tools, sage ich einmal, gibt es die Ovid-Shell, was das Command-Line-Interface ist. Und da gibt es eine REST-API, ein Python und ein Java-SDK, wo ich meine ganze Umgebung via SDK managen kann. Und am Schluss noch entsprechende Erweiterungen, wo ich durch eigene Skripte die ganze Umgebung noch einmal mehr customizen kann oder mehr Features reinbringen kann, die vielleicht noch da sind. Ja, also Engine ist der Management Server, es ist so wie VMware vCenter. Es ist der. Okay, gut. Also Ovid Engine ist der Management Server. Das ist eine VM oder ein physikalischer Host, auf dem die entsprechende Administrations-GUI läuft, die Datenbank drauf und so weiter. Ovid Host oder Ovid Node, je nachdem was ich installieren will, ist entweder oder, ich kann es aber auch mischen, sind die physikalischen Zellen, auf denen die VMs dann laufen werden. Das heißt, die Engine sagt dem Host, starte mit dieser VM mit dieser Konfiguration. So, kurz zusammengefasst. Klar jetzt? Bitte. Ja, was sind Features? Einerseits einmal Hochverfügbarkeit. Das bedeutet, stürzt mir eine VM auf einem Hypervisor ab oder der ganze Hypervisor aufgrund von Hardware-Schaden ist nicht mehr erreichbar. Wird die VM oder also die VM oder VMs auf einem anderen Host automatisch neu gestartet? Das heißt so im Grunde wie also Cluster-Technologie klassisch. Es gibt die Möglichkeit der Live-Migration. Damit kann ich eine virtuelle Maschine im Betrieb von Hypervisor 1 auf Hypervisor 2 verschieben. Die VM wird dabei nicht pausiert, sondern die läuft ganz normal weiter. Das RAM-Abbild wird zwischen den Hypervisoren übertragen und ja, der User bekommt nichts mit. Der User arbeitet auf der VM und irgendwann wird, während er darauf arbeitet, verschoben und er kriegt es gar nicht mit, denke ich. Das Feature braucht man fürs Load Balancing, weil mit Load Balancing mache ich Folgendes. Man stellt sich jetzt vor, ich habe 100 VMs auf 20 Hypervisoren zum Beispiel. Ein Hypervisor ist voll ausgelastet, weil eine VM viel mehr Leistung braucht wie die anderen und die anderen 19 idle rum. Das ist ja wenig hilfreich, weil ja die eine VM nachher halt auch Leistung von anderen VMs irgendwie wegnehmen würde, weil wenn der Hypervisor drunter keine CPUs mehr zur Verfügung hat, habe ich ein Problem. Und dadurch wird mit Load Balancing es genauso gemacht, dass eben VMs verschoben werden mit der Live-Migration-Technologie. Das heißt, dass die Last auf allen Hosts möglichst identisch ist. PowerSaver ist genau das Gegenteil. Mit PowerSaver werden wir Hypervisoren automatisch in der Nacht abgeschaltet. Da kann ich einstellen, okay, zum Beispiel bei Desktop-Virtualisierung, meine lieben Mitarbeiter arbeiten aber in der Nacht nicht, die VMs brauchen keine Leistung mehr. Und zum Stromsparen kann man sagen, schiebt doch alle VMs von einem Hypervisor oder von mehreren Hypervisoren weg und fahren wir den runter und in der Früh starten wieder. Ob man das Feature jetzt wirklich in der Praxis einsetzen möchte, überlasse ich jedem selbst, ob man wirklich einen Server runterfahren will. Aber es gibt es, ja. Es gibt die Möglichkeit, es gibt einen Maintenance Manager, wo ich Host entsprechend in einen Maintenance-Modus schicken kann und im Maintenance-Modus werden dann keine neuen Maschinen mehr gestartet und alle Maschinen, die drauf sind, werden wegmigriert. Damit kann ich Updates machen, kann ich Hardware tauschen, was auch immer, also alle Konfigurationen machen. Spiele ich ihn frei.
Es gibt ein entsprechendes Image Management, wo ich Templates erstellen kann. Ich kann Sim-Provisioning machen, Snapshots und OpenStack einbinden. Also eigentlich eh alles, was eine Enterprise-Virtualisierungslösung so kann oder können soll, geht damit. Netzwerk und Storage wird ebenfalls von meiner zentralen Komponente, von meiner OVET Engine verwaltet. Es gibt die Monitoring-Feature und Reporting dazu. Virtual Desktop Infrastructure, Lösung für Windows- und Linux-Gäste. Also wie vorher schon gesagt, ich kann Server und Desktops virtualisieren, es gibt beides. Und ja, wenn ich schon eine bestehende Umgebung habe, dann gibt es ein Tool namens V2V, wo ich von VMware, von Xen, von KVM meine Maschinen zu OVIRT migrieren kann. So, so ein ganz einfaches Setup schaut einfach so aus, dass ich sage, ich habe ein Datacenter, einen Cluster, einen Host und da laufen meine VMs drauf. Also das wäre das allereinfachste Setup, wo die Engine und der Host eine Maschine sind, also wo ich alles auf einem betreibe. Ist das Kleinste, hat jetzt meiner Meinung nach nur bedingt Vorteile gegenüber einer Virt-Manager-Lösung. Weil die Stärke von OVET ist ganz klar im Datacenter-Bereich, wo ich jetzt habe ein oder mehrere Datacenter, die mehrere Cluster haben. In den Clustern sind mehrere Hosts drin, wo meine VMs laufen und wo ich entsprechend natürlich auch die VMs dann hin und her schieben kann zwischen den Hypervisoren. Wie schaut das Ganze grob aus? Es ist eine webbasierte Administration, man kann es jetzt nicht besonders gut lesen, es tut mir leid, ist nicht gerade die beste Auflösung. Wenn man es sehen will, bitte kommt es einfach runter zum Projektstand. Ich kann euch alles genau sagen, aber grundsätzlich ist es eine webbasierte Administration, wo ich einen Navigationsbaum habe, oben eine Suche und nachher da meinen entsprechenden Content darstelle. Content ist jetzt, sind jetzt die Hypervisoren, die virtuellen Maschinen, die ganzen Storages, Netzwerke und so weiter. Das war es jetzt schon ganz grob mit was ist OVIRT, damit wir nachher eben zum Hauptthema kommen. Für weitere Informationen kann ich empfehlen, klickt auf die Seite der Grazer Linux-Tage. Leider habe ich kein Archiv der Wiener, der Linux-Woche in Wien gefunden, sonst hätte ich es da verlinkt, aber schaut auf die Kollegen von Graz, da gibt es ein YouTube-Video und Präsentation von mir vom Vorjahr, wo ich ausführlicher über OVIRT gesprochen habe. Oder ansonsten natürlich die OVIRT-Webseite, beziehungsweise nützt die Zeit und kommt zum Projektstand. Ich hoffe, es war jetzt einmal so im Schnelldurchlauf halbwegs klar, was OVIRT ist, in welche Richtung das es geht. Schauen wir nur ganz schnell ein paar Statistiken an, was recht interessant sind. Also im Juni 2011 ist es offiziell announced worden. Das ist die Anzahl der User auf der Mailingliste, die da posten. Die Statistik geht bis Oktober 2013. Sie steigt immer weiter. Also ich sage so, ich habe es bis März 2013 habe ich es noch geschafft, wirklich jeden Kommentar zu lesen. Mittlerweile tue ich mir schon schwer, weil da schon sehr viele kommen von den Posts. 20% sind mit Red Hat-Adressen, dann kurz gefolgt von Gmail und dann halt alle anderen individuellen User. Aber auch beim Projekt tut sich einiges, also man sieht seit dem Jahr 2011, die Anzahl der Commits steigt ständig. Es wird geschaut, dass immer neuere Feature reinkommen und dass bei dem Projekt entsprechend das weitergeht. Ich habe voriges Jahr schon einen Vortrag da gehalten auf den Linux-Wochen. Da war der Status, dass wir gehabt haben, Version 3.2.1, das war die erste Version, die auf die CentOS und Red Hat Enterprise Linux supportet hat. Vorher war es nur Fedora. Seit dem Zeitpunkt muss man sagen, dass CentOS die bevorzugte Plattform ist und Fedora eher, wenn man spielen will, und dann Fedora, aber sonst eher stabil und CentOS einsetzen. Und es hat gegeben im September im OVIRT 3.3.
im Anschluss daran natürlich die ganzen Minor Releases noch, die halt großteils Bugfixes beinhalten und auch ein paar kleinere Features. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn wir wie Version 3.3 rauskommen ist, war vielleicht das eine oder andere Feature noch nicht drinnen, das ist dann mit 3.3.1 und so weiter nachgereicht worden. Seit Ende März ist OWIRT 3.4 draußen. Ja, was neu war bei 3.3 und 3.4, erfahrt ihr gleich. Und aktuell wird schon einerseits an 3.4.1 gearbeitet, natürlich wieder Bugfixes, und andererseits schon an Version 3.5, die dann im Juli rauskommen sollte, wahrscheinlich August, sage ich mal. ja, ganz kurz, was waren die Hauptfeatures, was waren die coolsten Sachen, die mit OWIRT 3.3 rauskommen sind? Muss man ganz klar sagen, OpenStack-Integration. Also mit OpenStack ist eine Cloud-Management-Lösung, kann man sagen, wo ich virtuelle Maschinen auf einer VMware, auf einem OWIRT und bei Amazon deployen kann. Das heißt, ich sage, ich brauche einfach eine neue VM und die wird dann irgendwo deployed. Also ich kann da mehrere Virtualisierungslayer als Grundlage nehmen und wird deployed. Wichtigster Punkt, Neutron-Integration. OpenStack Neutron ist der Netzwerk, die Netzwerkkomponente von OpenStack, und damit kann man jetzt erheblich mehr machen, was Netzwerk angeht, und OpenStack Clients, wo ich meine Images eben zum Beispiel auf einer VMware und auf einem OWIRT und bei Amazon überall die gleichen Images haben kann. Und Cloud-Integration dazu auch gleich mehr. Ja, OpenStack Neutron. Bislang schaute das Netzwerk von OWIRT so aus, dass Netzwerk klassisch eine Linux-Bridge war, was für die meisten ausreichend war. Das heißt, ich habe eine Linux-Bridge angelegt mit WLAN-Tagging, mit Bonding, mit allen Features, die ich halt von Linux gehabt habe. Das ist aber für viele nicht ausreichend gewesen. Und darum kann ich jetzt, indem ich einfach nur die OpenStack Neutron-Komponente installiere, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich entsprechende Plugins verwende. Das heißt, nicht nur Linux-Bridges, sondern ich kann zum Beispiel was jetzt supported ist, Open vSwitch verwenden. Das heißt zum Beispiel Nothing für virtuelle Maschinen über Open vSwitch abbilden. Der große Vorteil ist jetzt, dass die ganzen Layer 3 Services mit Neutron gemanagt werden, und in OWIRT wird die ganze Infrastruktur gemanagt. Das heißt Storage-Netzwerke, Migration-Netzwerke, was es da im OWIRT so gibt, verwalte ich im OWIRT. Und Neutron kümmert sich um die ganzen VMs. Das heißt, ich kann damit sagen, auch dedizierte Netze, wo ich sage, die kommen nie auf einen Switch raus, aber nur die VMs sind auf zwei Hypervisoren und können untereinander reden. Das heißt, ein komplett abgeschottetes Netzwerk erstellen, was ich aber nie auf meine physikalische Infrastruktur wirklich rausrouten muss. OpenStack Clients Integration schaut so aus, dass ich eben mit OpenStack kann ich entsprechende Images erstellen und die kann ich importieren. Wenn ich OWIRT 3.4 installiere, habe ich automatisch das offizielle OWIRT Repository drin, wo das OWIRT Projekt fertige Fedora, CentOS Images und andere halt auf Bedarf auch noch anbietet. Das heißt, das wird erweitert. Windows-Image will ich natürlich nicht kriegen aus Lizenzgründen, aber andere schon, und da kann ich einfach sagen, okay, ich nehme mein Image schon fix fertig, importieren wir es rein. Ja, wenn wir schon bei dem Image-Thema sind, Image ist ja immer relativ cool, weil ich klone ein Image und habe eine neue VM, habe aber immer ein ganz leidiges Thema. VMs sind ja doch irgendwie unique, das heißt, die haben unterschiedliche SSH-Keys. Die Netzwerkinterfaces haben unterschiedliche MAC-Adressen. Das ist ja immer ein Problem, wo man meistens irgendwelche blöden Skripte schreibt, die was beim Hochfahren einmal drüber fahren und das Ganze umkonfigurieren. Ist ein bisschen umständlich. Und da gibt es jetzt für Linux ein Feature, das heißt Cloud Init. Das funktioniert für Fedora, RHEL, Debian, Ubuntu. Man braucht nur mal das Cloud Image Package installieren in der VM. Und dann kann ich die ganzen Parameter wie SSH-Keys, wie Root-Passwörter im OWIRT-Interface ändern.
und es wird für mich automatisch konfiguriert. Windows kann das von Haus aus mit einem SysPrep-Tool und Cloud Init macht jetzt das gleiche unter Linux. Zum Beispiel hier jetzt, wenn ich erstelle mir eine VM aus einem Template, sage, ich hätte gerne einen Hostnamen gesetzt, einen Nonanet, das hätte ich meistens gern, will ein neues Root-Passwort haben, sage, erstellen wir bitte neue SSH-Keys, weil es mir nicht so gut gefällt, wenn alle VMs die gleiche SSH-Keys haben und konfigurieren wir das Netzwerk mit DHCP, sprich haben wir aus der UDF einmal die alte MAC-Adresse raus, gibt die neue rein. Das kann ich jetzt da anstellen und der Cloud-Init-Demon konfiguriert mir meine Linux-VM entsprechend um und bereitet es mir entsprechend vor. Okay, die Frage war, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man SSH-Keys nicht neu generiert? Ich vermute, wahrscheinlich ist es immer so, wenn ich so quasi eine Backup-Kopie oder sowas machen will, dann sage ich, okay, ich will es nicht. Aber in der Regel gebe ich natürlich vollkommen recht, ich will natürlich auf jeder Maschine entsprechend eigene SSH-Keys. Weil, ja, es gibt Leute, die halt einen SSH-Key anlegen und den SSH-Key noch in die Authorized Keys reinkopieren und aus dem ein Template machen, dann können sie aber als Root überall hin, habe ich schon gesehen. Auf 200 Maschinen im Root ohne Passwort hin, weil alles aus einem Template ersteht. Aber wie gesagt, man soll es eigentlich nicht. Mit OWET3.3 gibt es dann als nächstes großes Feature einen verbesserten ClusterFS-Support. ClusterFS ist ein verteiltes Dateisystem, wo ich von 2 bis ein paar hundert Hosts habe, auf die wir als Storage dienen. Das heißt, ich brauche keine teure NetApp zum Beispiel, sondern ich habe ClusterFS, ganz normale Hosts, billige x86 Hardware, auf der ist ClusterFS drauf und das dient mir als Storage oder kann mir als Storage für OWET dienen. Da gibt es eben jetzt die Möglichkeit, dass man das native über ClusterFS native anspricht. Früher hat man es über NFS machen müssen, jetzt geht das native. Jo. Zu den Erweiterungsmöglichkeiten mit OWET3.3 haben wir Java SDK bekommen. Es gibt eine Backup und Restore API. Die ist eben auch so ähnlich, wie es es bei VMware gibt. Das heißt, ein Hersteller einer Backup-Software kann über diese API eine VM sichern. Der große Vorteil daran ist, dass ich keinen Backup-Agent in der VM drinnen brauche, sondern die VM wird über die API gesichert. Das heißt, es ist eigentlich in der Regel eigentlich ein Full Backup von der VM für Disaster Recovery. Warum das so cool ist im Vergleich zu Agents, ist, dass die meisten kommerziellen Backup-Hersteller auf Agent-Basis die Lizenzen gerne hätten und wenn ich das dann über API sichern kann, erspare ich mir in der Regel einiges an Geld. Und ein nettes Feature, was mir persönlich gut gefällt, ist, dass ich Tasks via REST API darstellen kann. Also das heißt, ich erstelle mir eine neue virtuelle Maschine, klicke im GUI auf neue VM und sie wird erstellt. Gleichzeitig kommt eine Nachricht im Log, also auch auf der Webseite im Log, eine neue VM wurde erstellt oder ein neuer Host wurde hinzugenommen. Das sind Infos, wenn da zwei Admin eingeloggt sind, die sind relativ interessant. So, jetzt habe ich natürlich auch ein Command-Line-Interface und ein REST-API und ich kann da programmieren und kann sagen, ich will jetzt irgendwelche automatischen Tasks machen. Da kriege ich aber im GUI davon nichts mit, dass da ein Task rennt. Das kann ich jetzt nämlich auch noch sagen. So, mein Skript macht jetzt das und das und ich kann es doch allen Usern mitteilen. So, weitere Features. Snapshots gehen jetzt inklusive Memory. Das heißt, bis Version 3.3 ging Snapshot nur von Disk-Basis, jetzt wird auch der RAM gesichert. NoVNC-Konsole ist eines von den neuen Features auf, Dann aus Netzwerksicht
gibt es ein eigenes Migration-Netzwerk. Ich habe ja vorher gesagt, es ist zwischen den Hoster Live-Migration möglich. Das heißt, es wird der RAM der virtuellen Maschinen von Hypervisor A auf Hypervisor B kopiert, damit die eben dort so weiterlaufen kann, wie sie vorher gelaufen ist. Natürlich, wenn eine Maschine entsprechend memory-intensiv ist oder gerade viel macht, ist es schon ein bisschen Traffic. Und da will ich eigentlich nicht, dass mein Produktivnetz dadurch beeinträchtigt wird. Darum kann ich sagen, ich definiere ein Migration-Netzwerk, setze da entsprechende Traffic-Limitierungen oder Traffic-Priorisierungen für das Produktivnetzwerk, damit die Migration nicht mein Produktivnetzwerk beeinträchtigt. Ja, Feature, was die meisten User sehnlichst erwartet haben, man kann virtuelle Festplatten online vergrößern. Das heißt, ihr habt zum Beispiel in diesem Fall eine Platte mit 20 GB und möchtet sie um 5 GB vergrößern. Das heißt, die Platte wird größer. Wichtig, das Betriebssystem muss damit schon klarkommen, dass da auf einmal die Platte größer ist und Dateisystem muss sie logischerweise natürlich händisch machen. Das kann keine Virtualisierungslösung für mich. Für höhere Performance gibt es im Virtuos Kasi jetzt das als Option. Das geht ab Red Hat Enterprise Linux 6 und ja, neue Ubuntu und Debian Versionen ebenfalls. Bietet noch einmal eine bessere Performance von meiner virtuellen Festplatte. Ich kann Festplatten Read-Only markieren, wenn, keine Ahnung, Maschinen die nur lesen sollen, weil sie in der Cluster ist, kann ich die auch Read-Only machen. Ja, und andere kleinere Features. So, es gibt einen neuen Scheduler. Interessanteres Feature ist wieder Network QoS, wo ich entsprechende Traffic-Limitierungen machen kann, wo ich sage, alle meine Testnetze kriegen nur 10 Megabit zur Verfügung, damit eben Produktivnetze nicht beeinträchtigt werden, wenn irgendeine Testmaschine meint, sie muss zu viel Traffic verursachen. Ja, weitere Features betreffen auch sind eher intern oder eher nicht so interessant, die lasse ich jetzt mal aus. Kommen wir zum zweiten Teil oder zweiten Teil vom zweiten Teil. OWIR 3.4. Wichtigstes Feature hier ist ein Feature namens Hosted Engine. Wir haben ja schon gesprochen, die OWIR Engine ist der Management Server. Und das war bis jetzt so, dass der Management-Server halt nicht auf den Host laufen können, die er selbst verwaltet. Das Feature ist neu mit 3.4 kommen, das heißt, ich virtualisiere die Maschine auf einem Hypervisor und die verwaltet wieder den drunter. Also so dieses Henne-Ei-Problem quasi. Also der Hypervisor ist das Ei, die Henne ist die Hosted Engine und was war zuerst da? Ne? ClusterFS-Support ist noch einmal verbessert worden. Ich kann jetzt gewisse Tasks noch machen und ein Feature, was glaube ich da schätzungsweise nicht so viele interessiert, aber was ein ganz heißes Thema in Südamerika ist, PowerPC. Die haben noch so wahnsinnig viele alte Power-Maschinen und haben gesagt, naja, AX, na, wir würden doch viel lieber mit OWIRT auf unsere alten Power-Maschinen virtualisieren. Dann haben sie implementiert Support für PowerPC. Ja, zu Hosted Engine noch einmal ein bisschen mehr im Detail. Die Engine wird virtualisiert auf den Hypervisoren und wird mittels HA-Agents entsprechend hochverfügbar gemacht. Das heißt, wenn einer meiner Hypervisoren nicht da ist, läuft sie dann halt am zweiten weiter, weil man sie dann schwer tut, die ganze Umgebung zu verwalten, wenn die Engine, also der Management-Server, nicht da ist. Zu den Requirements dafür, ich brauche eine NFS-Storage. Mit Version 3.5 wird auch IceCase gehen. Fiber Channel, schätze ich, wird dann auch funktionieren. Und ich brauche mindestens 2 Hosts. Na klar, mit einem Host kann ich es nicht hochverfügbar machen. Eins von den nächsten größeren Themen, was User immer wieder gewünscht haben und wo die VMware sagt, ha, wir können das Hot Plug von CPU. VMware sagt immer, Hot Plug von CPU, schiebt CPUs rein.
Obed hat das relativ lange nicht gemacht, dass er, nicht weil sie gesagt haben, es ist so schwer, sondern weil die meisten Gäste das sowieso nicht kennen. Also wenn ich an einer Windows 7 Maschine eine CPU live reinschiebe, dann kannst du damit eh nichts anfangen. Es gibt einige Maschinen, die können es, aber das Feature ist jetzt da. Ich sage nur noch einmal dazu, wenn ihr das Feature einsetzt, die VM muss das unterstützen. Und es nicht jedes Betriebssystem kann im Betrieb eine CPU hinzufügen. Ja, weitere Verbesserungen. Guest Agent für OpenSUSE und Ubuntu. Guest Agent ist jetzt dafür da, dass ich verschiedene Informationen von meiner VM auslesen kann. Das heißt zum Beispiel die IP-Adresse, ein Fully Qualified Domain Name, die Anzahl, also die installierten Programme und auch den Memory. Das sind Sachen, die ich vom Hypervisor aus natürlich nicht wissen kann, die muss man entsprechender Agent im Gast liefern. Das ist sehr hilfreich, wenn ich die Informationen habe, weil ich nach diesen Infos auch filtern kann oder suche im Manager. Und da gibt es im Guest Agent, gab es immer für Fedora und für CentOS und jetzt eben auch für OpenSUSE und Debian. Und ich habe auch für diese Betriebssysteme vollen Support. Wenn ich jetzt eine Linux-Distribution wie, was fällt mir schnell ein, Gentoo oder Arch Linux habe, wo es keine Guest Agents gibt, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt, es funktioniert natürlich schon, nur ich kann gewisse Informationen aus dem System, die für mich als Admin vielleicht interessant sind, nicht auslesen. Ein kleineres Feature ist, ich kann einen Guest jetzt rebooten. Früher, wenn ich rebooten wollte, habe ich ihn ausgeschaltet und wieder gestartet. Ist jetzt kein Major Feature, sage ich einmal. Es ist halt etwas, was halt von der Community kommt, auch so Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht schwer, das Ganze zu implementieren, aber Ovid ist mittlerweile von den Main Features auch schon so weit, dass man sagen kann, schauen wir auf die Usability, verbessern wir es, wo kann man noch ein bisschen was optimaler machen. Doch ein wichtigeres Feature, sage ich einmal, ist Template-Versionierung. Das heißt, ich habe mir eine virtuelle Maschine erstellt, bin mit der glücklich und aus der virtuellen Maschine würde ich gern 20 weitere machen. Das heißt, ich erstelle mir ein Template, regeneriere meine SSH-Keys und so weiter und habe 20 neue VMs. So, ein Template ist halt meistens, ja, irgendwann wird das Template älter. Ne? Man weiß es ja genau. Man muss irgendwas ändern. So, jetzt funktioniert es ja schwer, dass ich ein Template editiere, auf das vielleicht VMs hingelinkt sind. Und dadurch kann ich eine neue Version machen. Das heißt, ich habe jetzt mein Debian Base Template und in das Debian Base Template will ich nach 2 Monaten, einerseits mache ich einmal Upgrades gleich, andererseits will ich zum Beispiel, dass standardmäßig noch ein Firefox drin ist, nur als Beispiel, mache ich eine neue Version, also als Unterversion vom Base Template eine neue und alle Maschinen, die jetzt neu aus dem generiert werden, greifen auf die neue Version zu. Und da kann ich eben Versionierungen machen vom Template. Fürs Monitoring nur interessant, Ovid Engine kann jetzt SNMP-Traps verschicken. Die Frage war, bestehen Verlinkungen zum ursprünglichen Template? Aber diese Verlinkungen sind eher fiktiver Natur. Das heißt, ich hab jetzt VMs, die dieses Template verwenden oder auch nicht verwenden. Und ich mache eine neue Version und ich kann dieses Template unter Umständen nicht löschen, weil das ja in Verwendung ist. Und ich mache dann einfach eine Unterversion. Und alle neuen VMs verwenden dann die entsprechende Unterversion. Noch immer nicht ganz klar. Oder nicht ganz klar, wie das Templating funktioniert. Okay. Ja. 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 Okay.
Nein. Die VMs müsste ich dann löschen und gegen das neue Template machen. In der Desktop Virtual Machine ist es gang und gäbe, dass ich Desktops lösche, weil da keine persistenten Daten sind, weil alle persistenten Daten ja eher von File-Server sind. In dem Fall aber nein, weil das ist ja auch total schwer, weil alle müssten den exakt selben Stand haben. Was ist, wenn einer ein Update gemacht hat auf Maschine 1 und auf Maschine 2 nicht? Dadurch werden diese Templates eben einfach nicht überschrieben, weil das einfach zu gefährlich wäre für die Firms und darum die Unterversionen. Das ist einfach nur eine Sicherheit, weil man nicht zu 100% wissen kann, wie schaut es in der VM drinnen aus. Klar jetzt? Ja, zum Netzwerkteil. OpenStack-Integration ist entsprechend weiter verbessert worden. Interessanteste ist sicher IP-Address-Management. Das heißt, man kann das IP-Address-Management von OpenStack verwenden. Das heißt, OpenStack kümmert sich zum Beispiel um die Vergabe von IP-Adressen via DHCP. Genauso Security Groups sind dann noch möglich. Habe ich alle ja, Möglichkeiten damit jetzt. Zum Storage. Ich kann jetzt Storages mischen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine NetApp, die ich per NFS anspreche, und ich habe eine VMAX, die ich mittels Fibre Channel anspreche, kann ich mischen. Also kann sein, dass VMs da laufen und da laufen. Früher war das in einem Datacenter nicht möglich, da habe ich entsprechend die Datacenters aufteilen müssen. Mittlerweile ist es egal, kann ich mischen, also egal welche Art von Storage, ob das NFS, iSCSI, Fibre Channel, ClusterFS ist. Es ist egal, ich kann damit alles irgendwie mischen und kann mehrere reingeben und es obliegt an mir, wo ich meine Disk ablege. Eins von den anderen interessanten Sachen ist noch, ich hab ja gesagt, es gibt ein Feature namens Hochverfügbarkeit, sprich stürzt meine VM ab oder Host wird sie neu gestartet. Da hat man natürlich passieren können, dass ich nicht genügend Ressourcen zur Verfügung habe, was natürlich bei HA irrsinnig blöd ist, wenn ich die VM nicht starten kann, weil die Hypervisoren keine Ressourcen haben. Da kann ich jetzt eben sagen, entsprechende Hochverfügbarkeitsreservierung machen. Das heißt, ich habe vier Hypervisoren, habe auf den vier Hypervisoren 30 VMs, und dann wird so berechnet mit der H-Reservation. Es muss, wenn ein Host ausfällt, müssen genügend Ressourcen auf allen anderen drei VMs zur Verfügung stehen, dass die gestartet werden. Das heißt, ich kann die CPUs, Memory und so weiter nicht zu 100% ausnutzen, weil das entsprechend reserviert wird, damit eben meine HA-VMs ganz sicher gestartet werden können. Ja, weitere Features sind besserer Support für kleine Auflösungen. Ja. Ja. Die Frage war, wie skaliert die Ressourcenreservierung? Naja, je mehr VM, also die Frage ist, je mehr VMs ich habe, desto geringer wird natürlich mein Wirkungsgrad. Das ist richtig. Allerdings muss ich ja rechnen. Je mehr VMs ich habe, desto mehr physikalische Hypervisoren habe ich auch, logischerweise. Und bei der Reservierung wird davon ausgegangen, dass einer weg ist. Das heißt, je mehr, also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt auf einmal 100 wichtige VMs mit HA habe, dass ich auf einmal nichts mehr machen kann, weil sie meinen, sorry, geht nicht. Es wird immer gleich, dass ein Hypervisor ausfällt. Weil in der Praxis, sagen wir uns ehrlich, wenn die halbe Umgebung wegfällt, ist mein geringstes Problem, sage ich einmal, dass die HA-VMs nicht mehr hochkommen, weil dann muss ich mir sowieso überlegen, welche Maschinen schalte ich ab, damit ich nur irgendwas machen kann. Also es geht immer von einem Host aus. Die Reservierung ist konfigurierbar. Sorry. Ja, ist die HA-Reservierung konfigurierbar? Ja, es gibt ein Command-Line-Tool, wo ich die ganzen Settings einstellen kann. Können wir uns dann anschauen, was du damit genau einstellen kannst. Aber es ist konfigurierbar, ja. Normalerweise sagt man
Frage ist, wie viele Maschinen soll ich einsetzen, damit ich immer Split-Brain-Situation vermeiden kann. Split-Brain-Situation, für die, die es nicht wissen, heißt, ich habe zwei Hosts in einem Cluster, ein Host ist weg. Was heißt das jetzt? Heißt das nur, mein Netzwerk dazwischen ist weg, oder heißt das, die Maschine ist tot, weil Maschine A sieht Maschine B nicht mehr? Ne? Wenn einfach nur das Netzwerk weg ist, habe ich ein Problem, weil nachher Ressourcen auf beiden Seiten gestartet werden könnten und damit ist alles hin. Problem gibt es hier grundsätzlich auch oder nicht. Also grundsätzlich habe ich das Problem mit zwei Hosts natürlich. Maschinen werden aber nur dann neu gestartet, wenn der entsprechend andere Host gefenced werden kann. Das heißt gepowercycled. Ja, ich habe irgendein Remote Management Interface, über das schicke ich ihm Reset und reboote damit die Maschine. Damit ist ganz sichergestellt, dass die VM nicht mehr laufen kann und erst dann wird sie gestartet. Aber grundsätzlich natürlich mehr wie zwei Hosts sind entsprechend besser, weil ich da entsprechend mehr Sicherheit habe. Ich kann es zwar noch mit Bonding und so weiter abfangen, aber grundsätzlich natürlich drei Hosts immer optimaler als wie zwei Hosts. Gut, dann würde ich sagen, letzter Teil, Erweiterungen. Zu den Erweiterungen, es gibt jede Menge Erweiterungen für Ovid, die jetzt nicht im offiziellen Ovid-Repository drinnen sind, sondern von woanders gehostet werden, sagen wir mal so. Es gibt einerseits einmal ein Plugin für Async und Nagios zum Überwachen der kompletten Umgebung, also VMs überwachen, Datacenter überwachen, Hypervisoren überwachen. Großer Vorteil von dem Ding ist, es braucht keinen Agent, sondern es fragt das Ganze über die REST API ab, ist Open Source, steht auf GitHub, nennt sich JackRef3, stammt von mir. Ich gehe jetzt nicht die ganze History durch, welche Versionen es seit den letzten Linux-Wochen gegeben hat. Es ist eben ein Plugin, damit ich mit Nagios oder Isinga meine Ovid-Umgebung entsprechend überwachen kann. Da die Überwachung immer relativ schön ist, aber ich auch gern wissen würde, wie der Status von meinen VMs ist. Und zwar interessiert es mich meistens dann, wenn ich im Web GUI drinnen bin und ich sehe, okay, irgendein VM hat relativ viel CPU-Last. Das muss jetzt nicht einmal sein, dass ich jetzt schon ein Nagios E-Mail bekomme, aber mir fällt es einfach nur auf, dass die Maschine doch ein bisschen mehr hat wie sonst. Würde ich halt gerne mal schauen, okay, wie schaut es da jetzt aus im Nagios, was gibt es da alles? Oder generell, ist die Maschine überhaupt einmal überwacht? jetzt kann ich natürlich, okay, bin in meinem Ovid drin, kann natürlich im nächsten Tab oder nächsten Fenster mein Nagios GUI, Isinga GUI aufmachen und nachschauen. Gefällt mir persönlich nicht so, ich bin ein fauler Mensch. Und da ich so faul bin, habe ich gleich einmal ein UI-Plugin geschrieben. Was man da sieht, ist wieder das Web-Admin-Interface vom Ovid Engine. Ausgewählt ist ein Host, mich würde jetzt interessieren, ist mein Host gemonitort? Ja. Das Monitoring-Plugin da hat einen neuen Tab hinzugefügt und zeigt mir alle meine Check-Ergebnisse aus dem Nagios an. Das heißt, ich sehe, okay, wie ist die CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, alles, was ich halt mit Nagios überwache, inklusive der Performance-Graphen. Das heißt, ich habe direkt die Möglichkeit für alle VMs, für alle Hosts oder für alle Komponenten im Ovid, mir die entsprechenden Check-Ergebnisse aus dem Nagios anzuschauen. Das Plugin habe ich vor 1,5 Jahren, glaube ich, gestartet. Letzte Version ist aus dem August, die nächste Version kommt dann bald. Da habe ich noch einmal alles neu geschrieben. Für all jene, die sich für Nagios Isinga interessieren, wie komme ich an meine Daten? Entweder über die NDO-Utils oder die IDO-Utils mit MySQL oder Postgres-Datenbank oder über MKLive-Status. Komme ich entsprechend hin. Noch ein weiterer Screenshot von dem Ganzen. Zur letzte Information für alle. Ich hoffe mal, der Vortrag war halbwegs verständlich und halbwegs interessant und hat Lust darauf gemacht, einmal Ovid selbst auszuprobieren.
wenn man jetzt aber sagt, naja, daheim Rechner habe ich jetzt noch nicht, ich würde es aber, oder ich weiß nicht, wie viel Aufwand ist das. Hört sich jetzt relativ schön an, dass da Hypervisoren gibt und Management-Server. Wie viel Aufwand ist das? Wie lange brauche ich überhaupt, dass ich das Ding aufsetze? Das weiß man ja nach so einem Vortrag meistens nicht. Morgen von 14 bis 17 Uhr gibt es einen OWET-Workshop. Kommt es einfach her, wir werden alle diese Tasks machen, das heißt, wir werden eine komplette Umgebung aufsetzen, Netzwerk konfigurieren, Storage konfigurieren, VM anlegen, Snapshots machen, VM migrieren, exportieren, importieren in 3 Stunden. Das kriegen wir hin und dann habt ihr mal ein Gefühl, wie lange dauert es, das, dass ich so eine einfache Umgebung einmal aufsetze. Ja, in dem Sinn sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Projektstand ist bis Samstag natürlich da, ihr könnt jederzeit kommen. Ich kann euch die Demo-Umgebung von uns zeigen, entsprechend die Features auch im Detail zeigen. Und ja, wenn Fragen sind, jetzt noch oder sonst könnt ihr auch gerne so immer kommen. Ah, Entschuldigung. Wie viele Hypervisoren benötigt man, damit man OWET sinnvoll einsetzen kann? 3 reichen auf jeden Fall. Als Beispiel, die Umgebung in unserer Firma hat circa 30 VMs drauf, läuft auf 2 Hypervisoren. Über geshared Storage. Wir haben hier Cluster-FS und replizieren mittels Cluster-FS die lokalen Festplatten der Hypervisoren. Also wir haben jetzt kein externes Storage eingebunden, sondern mittels Cluster-FS die lokalen Platten repliziert. Und dadurch kann ich natürlich eine Hochverfügbarkeit machen, da ja alle Hypervisoren auf das geshared Storage zugreifen können. Kein DRPD, das ist richtig, weil DRPD hier noch schwierig ist. Wenn ich sage, DRPD am Hypervisor ist es relativ schwer, weil das von OWET nicht angesprochen werden kann. Was ich natürlich schon machen kann, ist, ich kann mir zwei Server mit DRPD hinstellen, die dann ein NFS-Share oder eine SKC-Loon zur Verfügung stellen. Das kann ich schon machen. Nur DRPD auf den Hypervisoren geht aktuell noch nicht. Ohne dass ich große Umwege mache, sage ich einmal. Gut. Bitte. Okay. Ja, die Frage war, wie komme ich auf die Konsole der virtuellen Maschinen? Stichwort Spice Proxy. Auf die Konsolen kann ich kommen mittels RDP bei einer Windows-Maschine, wenn die Maschine schon läuft, oder sonst VNC oder Spice. Wobei Spice das performanteste aller Protokolle ist. Es ist auch das Protokoll, was für die Desktop-Virtualisierung eingesetzt wird. Liebe Benno hat vorher gesehen, es gibt einen Spice Proxy. Das heißt, die VM läuft auf einem Hypervisor. Demnach muss ich logischerweise, damit ich auf die Konsole kann, am Hypervisor. Ja? Das heißt, ich muss von allen Admin-Netzen oder auch bei Desktop-Virtualisierung von allen Client-Netzen entsprechend eine Verbindung erlauben auf die Hypervisoren. Das will ich vielleicht nicht. Darum gibt es jetzt die Möglichkeit eines Spice-Proxys, wo ich sage, ich setze mir irgendwo einen Squid-Proxy-Server auf und über den Squid-Proxy-Server wird die Konsole-Session getunnelt. Und mit dem Spice Proxy Feature sage ich im OWIRT einfach, wie ist die IP-Adresse des Proxys und redirecte also über den Proxy. Und ich brauche den Clients nur noch Zugriff am Proxy geben. Das war's. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, sage ich danke und kommt zum Projektstand und schaut es euch an.